Hallo Leute, hier ist eure Alicia und herzlich willkommen zu Frag die Alicia! Yay! Das ist schon mittlerweile Folge 3 und wer die anderen beiden Folgen verpasst hat, kann oben rechts auf das E klicken. Da werdet ihr zu den anderen Folgen weiter verlinkt, wenn ihr da drauf klickt. Und diese Folge ist ja nur mit SSO-Fragen bestückt, denn ihr habt nicht so viel über Star Stable gefragt. Ich habe mir gedacht, komm, die dritte Folge machst du nur über Star Stable. Das heißt, wer kein Fan von Star Stable ist, ja, ich glaube, den kann ich heute dann nicht glücklich machen mit diesem Video. Aber vielleicht gefällt den anderen das ja. Gut, ich habe von der ersten und zweiten Folge mir einige Fragen rausgepickt. Wie auch letztes Mal schon erwähnt, ne, ich kann nicht alle Fragen immer in einem Video packen und alle beantworten. Ich habe jetzt die rausgenommen, die am meisten gefragt wurden. Und ihr dürft mir gerne wieder unter dieses Video neue Fragen stellen oder Fragen, die noch nicht beantwortet worden sind. Und ja, wir fangen am besten mit der ersten Frage an. Wie viele Pferde hast du in Star Stable? Ich besitze zurzeit 21 Pferde. Wie heißen deine Pferde? Okay, wenn ich alle aufzählen würde, würden sie heißen Orton Dream, Big Brother, Big Brother, Caramel Cookie, Dark Cloud, Emerald Hunter, Grey Feather, Lucky Master, Night Shadow, Popstar, Ravenblood, Red Phantom, Royal Secret, Space Runner, Silver Song, Sky Singer, Snow Travis, Summer Kiss, Sunny Boy, Vanilla Cake und Winter Madness. Welches Pferd ist dein Lieblingspferd? Mein Lieblingspferd ist Big Brother. Warum hast du zwei Pferde namens Big Brother? Das liegt daran, dass ich mir damals das alte Tobiano-Modell gekauft habe, was man bei Marley finden kann. Und 2015, also letztes Jahr im Sommer, haben die Quarter und die Paint Horses und so weiter ein neues Modell bekommen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe gesagt, ich will den einen Big Brother nicht, ja, löschen oder also aus dem Stall entfernen oder ähnliches, sondern ich sage einfach, Big Brother hat ein bisschen abgenommen und dann ist das neue Modell, wenn Big Brother halt schlank ist und das alte Modell ist, wenn Big Brother ein bisschen wieder was auf der Hüfte hat. So ist das halt. Wie bist du auf den Namen Big Brother gekommen? Ich selber verbinde mit diesem Namen eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Genauer möchte ich jetzt darauf nicht eingehen, aber die Person war nicht begeistert, als ich ihr erzählt habe, dass ich das Pferd in dem Sinne nach ihm benannt habe. Und das fand er nicht so cool, nee. Was ist deine Lieblingsrasse in Star Stable? Eine einzige Lieblingsrasse habe ich nicht, aber ich mag sehr die neuen englischen Vollblüter, die Isländer, die Morganpferde und die Quarterpferde, was auch die neuen Appaloosa und Tobianus mit einbezieht, weil mir gefällt dieses neue Modell von letzten Jahr einfach sehr gut. Welche Rasse hättest du gerne in Star Stable? Ich hätte gerne Mavari-Pferde in Star Stable, die sehr prägnant durch ihre Ohren sind, ja. Und ich hätte gerne ein Remake von den Arabern und von den Friesen. Und Spoiler-Alarm, oder vielleicht eventueller Spoiler-Alarm, die Friesen sind günstiger geworden. Die kosten mittlerweile 200 Starcoins weniger und die friesischen Sportpferde kosten sogar, ich glaube auch, 200 oder 300 Starcoins weniger. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich habe persönlich das Gefühl, dass dadurch, dass die Friesen jetzt billiger geworden sind, dass wir bald ein Remake von den Friesen bekommen. Und da freue ich mich ja mega drauf. Welche Rasse magst du nicht und warum? Wenn ich eine Rasse rauspicken müsste, würde ich das Shire Horse nehmen. Jetzt werden einige voll entsetzt und sagen, was? Aber mir gefällt einfach das Design von dem Shire Horse nicht. Ich finde den Kopf sehr eigenartig, diese Glubschaugen. Ich mag die Gangart jetzt nicht unbedingt. Und ja, mir gefällt das Shire Horse Modell einfach nicht. Letztes Jahr, als die auch rauskamen, haben die alle gehypt und ich so, ja, eine neue Rasse. Und das war so das erste Mal, wo ich nicht gesagt habe, oh ja, die sehen cool aus oder so. Und ich weiß nicht, mir gefallen sie einfach persönlich nicht. Was ist oder war deine Lieblingsquest in SSO? Das ist ganz einfach. Definitiv ist es die Quest mit Lisa und Starshine, die 2014 rauskam. Das ist für mich persönlich die coolste Quest überhaupt. Und kurz danach kommt die Quest, wenn man nach Epona möchte. Die Quest ist auch ziemlich cool. Das, so mit Hermann und so, das ist auch ziemlich cool. Auf was freust du dich in kommenden Updates?
am allermeisten bin ich auf das neue Rennsystem gespannt. Wer das nicht mitbekommen hat, am 4.3.2016 stand in den Star Stable News ein Interview mit einem Game Master oder ähnlichem. Und derjenige hat da ein bisschen was erzählt von, dass die Boxen erweitert werden sollen und dass man den Stall dann irgendwie auch dekorieren kann und also ein Pipapo. Und dass ein neues Rennsystem eingefügt werden soll, dass man bestimmte Skills beim Pferdetrainer kaufen kann, wodurch das Pferd dann für eine bestimmte Zeit dann schnell sprinten kann, also noch schneller als im Jagdgalopp, oder dass man direkt aus dem Stand in den Galopp kommt und sowas. Und auf solche Skills freue ich mich unheimlich. Das würde das, ja, so Championate und so weiter, das würde es einfach mega interessant machen, weil die Championate sind nett oder auch schön, aber sie sind sehr eintönig einfach, ne? Weil wenn man einfach keinen Fehler macht, dann ist es immer halt dasselbe. Und da freue ich mich mega drauf. Bewerte SSO mit einer Schulnote. Da ich in Deutschland lebe, benote ich Star Stable also mit Zahlen von 1 bis 6. Und 1 ist bei uns das Beste und 6 ist das Schlechteste. Und ich würde Star Stable eine 2- oder eine 3+ geben. Aufgrund dessen, dass Star Stable zwar eine süße Grafik hat und das Spiel ist auch für Jüngere ausgelegt. Die Story ist wirklich, wirklich toll in Star Stable und die versuchen sich meistens auch wirklich Mühe zu geben, zumindest wenn so ein neues Gebiet rauskommt oder so. Allerdings fehlt mir so ein bisschen die Abwechslung halt beim Rennen zum Beispiel, ne? Deswegen freue ich mich so auf das Rennsystem, das fehlt mir eindeutig noch. Und was ich auch sehr unverschämt finde, ist, dass man wirklich merkt, dass der Konzern sich in den letzten Jahren einfach sehr gewandelt hat und die sehr stark aufs Geld aus sind, aber so wirklich stark aus sind. Das merkt man halt immer, wenn eine neue Pferderasse rauskommt oder zum Beispiel jetzt letztens die Urpferde, die nur für eine Woche da waren. Zack, kam direkt ein Doppel-Starcoins-Event raus. Oder dass man, ne, dass man da gezwungen ist, in einer Woche sich Starcoins zu kaufen für viel, 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 viel Geld. Und das finde ich nicht so cool, weil das Spiel ist eigentlich für jüngere Spieler ausgelegt. Und ja, wenn man so 9 bis 16 ist, sag ich mal, kann man sich das nicht einfach mal so leisten, sondern man muss immer zu seinen Eltern, Großeltern gehen oder so. Und selbst wenn man erwachsen ist, muss man sich das dann meist überlegen, kaufe ich mir das jetzt, kaufe ich mir das jetzt nicht, ne? Und ja, das finde ich auch nicht so cool. Deswegen nur eine 2- bis 3+. Wann nimmst du immer auf? Ich nehme meine Star Stable Updates oder auch SSO Gen immer unterschiedlich auf. Das hat damit dann zu tun, wann ich gerade Zeit habe, teilweise auch, wann ich Lust habe. Und ja, ich habe nie eine genaue Zeit, wann ich wo online bin. Und außer beim Mittwochs-Update, da kann man dann sagen, am Mittwoch, wenn die Server wieder da sind, dann nehme ich auf. Ja. Aber ihr wisst ja, wie unterschiedlich das manchmal ist mittwochs. Manchmal kann man schon um 12 rein, manchmal erst um 18 Uhr rein. Ja, man weiß das nie so richtig. So, das war eine weitere Folge Frag die Alicia. Das war schon die 3. Folge. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganz lieben Kommentare, für euer Feedback, dass euch das richtig, richtig gut gefällt. Und deswegen macht mir das auch Spaß. Das Ganze ist ein bisschen zeitaufwendig für mich. Zeitaufwendiger als ein normales Video, was ich in Star Stable einfach aufnehme. Aber mir macht das selber Spaß und mir macht es auch Spaß, mit euch über Sachen zu reden und Fragen zu beantworten. Und ich freue mich auch dieses Mal wieder über eure Fragen. Schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare rein. Ich lese sie mir dann wieder durch nächste Woche oder während dieser Woche lese ich mir natürlich die schon durch, ne? Aber ich pick mir dann nächste Woche wieder ein paar Fragen raus und werde die dann beantworten. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, denn morgen ist ja schon Freitag. Und bis dahin, eure Alicia.